Ja, mein Name ist Alf Wachsmann. Ich bin der Leiter des wissenschaftlichen Rechnens am Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin in Berlin. Ja, der Vortrag hat erstmal unser Institut etwas vorgestellt, dass wir eben Grundlagenforschung in den Lebenswissenschaften machen und wie wir als Gruppe des wissenschaftlichen Rechnens dann das IBM Spectrum Scale im Einsatz haben, um die Daten zu verwalten und zu speichern. Ja, die Datenmengen, die wir haben, kommen eben von Instrumenten wie Gensequenzierer, Massenspektrometriegeräten oder Mikroskopen. Und die Verwaltung dieser Daten ist gar nicht so einfach, weil sie eben sehr unterschiedliche Zugriffscharakteristiken haben, sehr verschiedene Größen haben. Und die Analysen dieser Daten mit einem Dateisystem anderes als Spectrum Scale wäre jetzt sehr schwierig, weil die Performance, die wir gebrauchen, um den Durchsatz zu bekommen, also wirklich die Anzahl der Bilder der Gensequenzierung zu analysieren pro Tag, könnten wir gar nicht machen, weil die Nutzer müssten dann sehr lange warten, bis die Auswertungen zur Verfügung stehen. Und insofern sind wir sehr glücklich, dass das Spectrum Scale existiert. Naja, wir haben eben Spectrum Scale nur sehr einfach im Einsatz im Moment noch. Es ist ja ein sehr altes Produkt, schon ein sehr ausgereiftes Produkt und hat so viele Eigenschaften und Features, von denen wir bisher nur zwei nutzen, also Quotas und Snapshots. Und da schauen wir jetzt, dass wir dieses Jahr ein sehr viel umfassenderes Datenmanagement implementiert bekommen, sodass wir zum Beispiel die Policy Engine dafür nutzen, um Dateien, die lange nicht angefasst worden sind, vom teuren, schnellen Massenspeicher auf langsameren, preiswerteren zu migrieren, völlig automatisch, ohne dass der Nutzer irgendeinen Unterschied merkt, außer dass es eben langsamer wird im Zugriff. Oder sogar die Migration dann für Daten, die schon sehr lange nicht mehr angefasst worden sind, auf Band. Wir benutzen immer noch Bandarchiv, was für uns eben nötig ist, um compliant zu sein. Publikationsdaten müssen 10, 15 Jahre aufgehoben werden und das kann man auf Spinning Disks gar nicht machen. Und da werden wir dieses Jahr versuchen, mit dem Spectrum Scale in Zusammenarbeit mit IBM oder anderen Firmen, die sich mit Spectrum Scale auskennen, ein sehr viel ausgeweiterteres und verfeinertes Datenmanagement zu implementieren. Ja, das Format von diesen Workshops ist immer fantastisch. Also man trifft Kollegen, die vor ähnlichen Problemen stehen, die ähnliche Probleme vielleicht sogar schon gelöst haben, wo man sich dann abgucken kann, wo man Kontakte knüpfen kann. Also da sind die Vorträge immer nur ein Aufhängepunkt, aber dann die eigentliche Arbeit passiert dann beim Café und in Pausen. Also das ist sehr, sehr wertvoll. Und natürlich, man trifft die Entwickler von einem Produkt hier von IBM, die sind hier, mit denen kann man dann reden, wo man dann also sehr tief in die Eingeweide von diesem Produkt Spectrum Scale eintauchen kann und wirklich detailliert beraten wird, wie man das Produkt einsetzen kann, wo die technischen Probleme sind, ob die Probleme, die wir an unserem Institut mit dem Einsatz sehen, ob die auf technische Probleme zurückzuführen sind oder auf Konfigurations- und Nutzungsprobleme bei uns. Und genau dieser Mix aus Treffen von eigenen Kollegen und Treffen von Technologieexperten, das macht diesen Workshop sehr, sehr wertvoll für uns.